Hallo und willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal. In diesem Review möchte ich einmal gerne die Bowers & Wilkins P7 Wireless Kopfhörer vorstellen und einmal die Frage klären, sind diese Kopfhörer wirklich ihre 400 Euro wert? Der Markt für Bluetooth-Kopfhörer boomt und die GfK, ein Unternehmen, welches zuverlässige und relevante Markt- und Verbraucherinformationen sammelt, hat einen Zuwachs von 67% im ersten Halbjahr 2016 in Mitteleuropa verzeichnet. Viele Hersteller wie zum Beispiel Bowers & Wilkins, Beats by Dr. Dre, Sennheiser, Bose, Sony, Philips haben in ihrem Sortiment Bluetooth-Kopfhörer und auch Apple hat mit den AirPods, den in ihr Bluetooth-Kopfhörer, ein Produkt auf den Markt gebracht. Kommen wir aber nun zu den Bowers & Wilkins P7 Wireless Kopfhörer. Die Akkulaufzeit beträgt bei den Kopfhörern gut 17 Stunden, was für mich zwar in Ordnung ist, aber im Vergleich zu den Konkurrenten Bose QC35 Wireless 20 Stunden und Sennheiser PXC550 Wireless 30 Stunden die kleinste Laufzeit ohne Strom ist. Dennoch punkten diese Kopfhörer bei vielen Tests durch den Klang. Das liegt wiederum an der verbauten Technologie sowie am DA-Wandler. Bowers & Wilkins setzt hier auf die neueste Bluetooth-Technologie aptX. Diese soll die Musikdatei in einer noch besseren Qualität übermitteln und im Gegensatz zu Kopfhörern mit Kabel ist im Bluetooth-Kopfhörer ein DA-Wandler eingebaut, denn dieser verarbeitet die Musikdatei in Tönen. Kopfhörer mit Kabel greifen dabei auf den DA-Wandler vom Audio-Wiedergabegerät, wie zum Beispiel vom Smartphone. Und auch im puncto Design finde ich persönlich diese Kopfhörer attraktiver im Gegensatz der Konkurrenten. Understatement ist angesagt. Zeitloser Stil und auserwählte Materialien wie Leder und Edelstahl sind hier die Lösung. Die Kopfhörer wiegen 323 Gramm, somit sind diese nicht gerade leicht. Und hier kommen wir zum Punkt Komfort der Kopfhörer. Zwar ist der Träger nach einer gewissen Zeit spürbar, aber die Ohrpolster passen sich exzellent den Ohrmuscheln an, welches ein angenehmes Tragegefühl bietet. Dies liegt an dem Memory-Schaum in den Ohrpolstern. Dieser dient dazu, Fremdgeräusche von außen zu unterdrücken, um das Musikerlebnis nicht zu stören. Des Weiteren soll sie auch verhindern, dass Musik nach außen dringt. Sind nun die Bowers & Wilkins P7 Wireless ihr Geld wert und muss jetzt jeder unbedingt die kaufen? Sie sind zwar auf jeden Fall ihr Geld wert, aber jeder muss jetzt nicht die kaufen, denn ihr müsst selber für euch entscheiden, was ist der Nutzen dieser Kopfhörer? Möchtet ihr lieber gerne Bluetooth-Kopfhörer haben, um eben ohne Kabel Musik zu hören? Oder sagt ihr für euch, okay, mir ist die Audioqualität wichtig? Aber auch für die, die sagen, die Audioqualität ist wichtig, gibt es zum Beispiel auf der Internetseite ship.de die Bestsellerliste, wo Kopfhörer unter 150 Euro in den Top 10 sind. Zum Beispiel ist auf Platz 1 ein Kopfhörer unter 140 Euro von dem Hersteller AGK. Möchte aber jemand trotzdem gute Audioqualität, aber sagt 400 Euro ist zu viel, der kann natürlich auch die Bowers & Wilkins P5 Wireless Kopfhörer kaufen. Die gibt es im Internet schon unter 300 Euro. Natürlich haben aber auch andere Hersteller wie zum Beispiel Bose oder Sennheiser oder Beats by Dr. Dre Kopfhörer, die unter 300 Euro sind, die aber auch eine gute Audioqualität haben. Aber bitte beachtet dabei, dass diese Kopfhörer nicht das komplette Ohr umschließen. Das kann dazu verursachen, dass Fremdgeräusche das Musikerlebnis ein bisschen kaputt machen, ein bisschen beeinträchtigen und ihr dann doch das ein oder andere mitbekommt. Aber im Endeffekt müsst ihr natürlich selber entscheiden, was ist euch wichtig. Ist euch der Nutzen von Bluetooth wichtig oder ist euch die Audioqualität wichtig, dass ihr dann doch vielleicht den einen oder anderen Euro mehr ausgibt? Das müsst ihr natürlich selber entscheiden, denn das ist hier kein Product Placement. Ich dachte, ich tue euch einfach mal was Gutes und erzähle einfach von meiner Kaufentscheidung der Bowers & Wilkins P7 Kopfhörer. Denn ich habe mich davor schlau gemacht, ob ich jetzt die nehme oder auch andere Kopfhörer und wollte euch einfach diese Eindrücke teilen. Ich möchte mich bei euch bedanken und wenn euch dieses Review gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, welche Bluetooth-Kopfhörer ihr benutzt, falls ihr welche benutzt. Und ich verabschiede und sage bis dann, ciao.